Heute, was geht ab, Leute? Junge, willkommen zu einem neuen Vlog. Jungs schauen gleich vorbei. Tische, Stühle für Chongs Game Show und Bargestein Yu-Gi-Oh! Turnier. 10.000 Euro Yu-Gi-Oh! Turnier veranstalten wir, also er unter uns. Ein paar Sachen aufbauen. Heute wird das Stream-Setup getestet und bisschen chillen mit den Jungs, so wie immer. Wie ist das halt? Ja, was geht? Was geht? Alles bestens, läuft echt super saftig. Ich bin mega glücklich. Die Winterdepressionen sind weg, der Frühling kommt. Ja, man, echt gutes Wetter. Man merkt es echt. Gönn dir. Er macht sich hier zum Stuhl auf. Ein legendärer Moment, der erste Stuhl. Ich bin der Erste, ich kann es nicht fassen. Ich habe schon erzählt, die werden auch für die Yu-Gi-Oh! Turniere verwendet. Ja, man, perfekt einfach. Oh mein Gott. Da muss man aber nichts schrauben oder so. Doch. Ich sehe es gerade. Die wollen saftig bestellen, aber Barisch kann sich nicht entscheiden. Schau mal, wunderschön! Warte, ich muss euch den Quattroformat schnell schon zeigen. Da. Inside Out Quattro Formaggi in Tomatenmantel mit Frischkäse, farinierter Mozzarella und Parmesan. Sushi! So, Streaming Setup läuft eigentlich alles. Wie sieht's hier aus? Was geht? Ich bin beim zweiten Tisch, noch zwei Tische fehlen und dann bin ich eigentlich fertig. Ja. Ja, geht schon. Läuft. Müssen wir noch Platz schaffen und dann können wir ein bisschen so alles hinstellen, wie wir es haben wollen. Noch relativ schnell noch zusammensetzen, dann ist jetzt alles Tisch auch noch fertig. Jo. Aber es gibt hier gerade eine Krypto-Lektion. Ja, Mann, das macht endlich Spaß, Streams. Alter, gab das. Super saftig. Cashflow. John, was ist Cashflow? Cashflow. Das Flow eines Cashes. Glaube ich, hat eine DeFi-Ansage. Ja, Leute, eine meiner letzten Calls, keine Finanzberatung, aber hört's mal hin. DeFi 2,86 $. Soll ich das mit erklären mit dem roten und so? Ja, yeah, warte, welcher ist heute? Der 26.03. Okay, ja. 2021. Ja. DeFi bei 2,86 $. Und schauen wir mal, wo DeFi am 15. Mai, sage ich mal, ist. Ich sage, es wird ein eindeutiger Unterschied sein. Okay? Ein lebensverändernder Unterschied? Ja. Es wird die DFI Burn Party geben. Oh mein Gott! Schaut mal, wie perfekt das aussieht, Leute. Drei Tische. John bastelt gerade hier noch an den Wintern und so. Dankeschön, ich haben uns gegönnt. Die haben uns vier Stäbchen gegeben, die dachten, das wäre für vier Leute. Und John natürlich auch. Bisschen noch Ding. Sake. Sake muss man auf Bargisch machen, gell? Das ist ja voll kalt. Wir stoßen heute an, Leute. Das auf Sake asiatisch hat. So, nochmal eine Aufnahme für euch, Leute. Krasse Lichter haben wir auch. Kuss geht raus an Chung Banks. Ja, Mann. Das ist seine Show, Alter. Was er da rausholt, Alter. Ernsthaftig. Ich habe mit dem vorhin motivierend gesprochen. Ich muss das Feuer in seinen Augen sehen. Ja. Und ich glaube, es wird krass, glaube ich. Hey, es muss dieser Wille da sein. Ohne Scheiß. Das klingt echt so lächerlich und banal. Aber wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll an dich glauben, Leute? Das stimmt, ja. Das sind echt wahre Worte. Alter, ich wurde beleidigt, du. Ja, normal, du siehst ja die Kommentare und so. Auf dein Profi, wie heißt das, Experte reagiert. Kannst du dich mal anschauen. Ich war da ernst demotiviert. Nee, war doch gut. Nur die Reaktion war nicht gut. Also sachlich, alles erklärt, niemanden beleidigt, ganz normal dein Wissen weitergegeben. Ja, aber es kam schon leicht so überheblich und so rüber, weil. Ja, weil ich die Lust so verloren habe bisschen. Da war so heute, ich kläre alle auf und so, boah, es wird endlich krass. Ich komme im März und so. Damals so komplett Shutdown, oder? Ich wusste schon, okay, Finanzen, irgendwas stimmt nicht. Auf einmal kommt ein Virus. Ich so, Leute, sehr fragwürdig. Die Weltwirtschaft bangt und so. Weißt du, wir konnten nicht mal das Thema erwähnen in den Videos. Immer lieber zurückhalten, weil dann immer gelabert haben, das eine Camp gegen das andere. Weißt du, am Anfang. Alter, ernst krass.
die Leute beleidigen, ich empfehle den Bitcoin, Alter, was für Bitcoin, bist du Binder, ist um 50% gefallen. Mhm. Krass. Schaut mal, Leute, ich hoffe, ihr seht's hinter mir. Was Chongde? Ist noch an, ja, ist noch an. Ja, Mann. Hat sich voll Mühe. Jeder Tisch kriegt eine eigene Farbe, in der er leuchtet. Denkt an alles. Bargisch gibt einfach nur Geld. Es passt halt so gut, jeder mit seiner Stärke, ganz ehrlich. Jetzt stoßen wir an. Das ist echt ein besonderer Moment, Leute, und ihr seid echt dabei. Hä, wieso? Auf was stoßen wir eigentlich an? Auf die Freundschaft und auf Wheel of Steel! Oh mein Gott, schon dreh das Rad! Auf euch. Leute, ihr kennt doch manchmal, ihr mixt Sachen und dann schmeckt es gar nicht. Aber manchmal, es schmeckt einfach unfassbar geil. Wir waren richtig geil Sushi essen, waren feinen Abend. Mit Tiramisu Mochi. Oh mein Gott, wie lecker der ist. Dazu mit Häagen-Dazs belgischer Schokolade. Unfassbar, die Kombi. Weil Tiramisu fehlt doch mal so ein bisschen so schokoladig und so. Ja. Yeah. Es ist perfekt. So, Leute. Brauchen wir kein Licht auf mich? Also auf das Setup wird aufgebaut. Chongs Game Show. Ja. Ja, Matati, wo bist du, Mann? Wir schreiben gerade Geschichte. Boris. Steal the wheel of steel. Nichts anstecken. Steal the wheel. Steal the wheel. Du musst aufpassen. Du musst so richtig drehen. Schau, du musst so machen. Du musst es so halten. So, und dann steckst du es an. Wieso? Wegen der Länge. Wegen der Länge, weil sonst. Kabel sind reißt so es, zu reißt es unten oh, oben ja. Ab. Checkst du das? Legst du es so? Was? Warte, ich komm rüber. Oh mein Gott. Kein Vertrauen. Kein Vertrauen. Aber so perfekt. Er gibt mir eine Anweisung. Ich so, hä, so? Er so, warte, ich komm rüber. Das ist nicht schlecht. Das ist doch eine gute Webcam. Ja? Mein Gott, Leute. Ich hab voll vergessen, dass ich das nicht anhatte. Die ganze Zeit Stream und so, nur mit diesem Mikro. Zuschauer sagen, Qualität 1 krass und so. Dabei waren die noch gar nicht an. Das oh sind die Gott. Krassen. Ich schwör, das ist so wie. Wir haben ohne Kajoken gekämpft oder so, Mann. War ich überlegt, ob wir heute hingehen sollen. Ich ja. Bin dafür. Warum ist dafür? Wisst ihr, was das krass ist, Leute? Soll ich euch ehrlich sagen? Es ist sehr wahrscheinlich, dass es der Move ist für die maximale Rendite, weil kurzzeitig. Könnte DFI starke Capital Gains machen. Nicht Cashflow, wir reden jetzt gerade von Capital Gains. Schaut's mal, Leute. Also Bargisch ist immer noch hart am Überlegen. Er geht alles durch, was natürlich sehr gut ist. Sollte man nicht so schnell, ruckzuck, überall nicht entscheiden. Sieht eigentlich aus wie ein Klassenzimmer. Kennst du, bist du schlauer als ein Fünftklässler? Ja. Die Show? Ja. Können wir auch machen. Jeder hat auch noch so seine Tafel. Er freut sich auf Chongs Show, Mann. Wollt ihr mal einen Blick hinter die Kulissen? Warte, jetzt mal ehrlich, kurz Real Talk. Wie hart hat heute Chong geackert, gearbeitet? Ja, krass. What the fuck? Ja, 4 Tische, 3 Stühle, die Lichter. Schau mal, wie schön hier alles ist. Krass. Fehlen nur noch das Feedback, die Klicks, die Regelmäßigkeit. Jetzt liegt's an uns. Nicht so einmal im Monat und dann auf einmal wieder nicht und dann. Und dann, oh, wieder, wir können nicht und dann dies, das. Es muss echt regelmäßig und so kommen. Ich das ist halt der Schlüssel. Ja, es darf nicht Samstag sein. Es darf nicht Samstag sein. Sonntag. Ja, mir ist frei. Ja, ganz ehrlich, ich bin komplett frei. Ich glaube, es gibt keine freie Zeit. Schutz. Blick hinter die Kulissen vom Game Master. Krass. Ja. Das ist echt krass. Ja, wie krass es aussieht einfach. Seid mir ehrlich. Weil so. Zeig kurz unsere Portfolio. Nein, ich zeig da gar nichts an. Erzähl den Zuschauern deine Gedanken, deine Sorgen. Was geht dir durch den Kopf? Schau's, Leute. Nicht offiziell. Es steht ein Token Burn bevor, wahrscheinlich. Und wir reden hier von einem Token Burn, natürlich nicht so heftig wie bei Crow, das war wirklich unfassbar einfach. Von ca. 33%, ein Viertel, wenn ungefähr im Umlauf 750 Millionen sind, wenn sogar 288 Millionen plus Usins und HOSP Anteile von eigenem Geld gekauften DeFi geburnt werden, reden wir von 40% Burn. Liquidity Mining ist nur nicht so krass oder lohnt sich nicht der Tag, Break Even, wenn ein Coin stark vom anderen abweicht. Und es kann sein, dass die nächsten Wochen
6 Wochen circa DeFi dem Bitcoin stark outperformen wird. Und wenn wir davon ausgehen und all in DeFi gehen und am 15. Mai wieder umschichten, nach dem Halving, nach dem Burn und alles drum und dran, und alle Hater haben es endlich gecheckt und da steigen auch ein bisschen mehr Leute ein und nehmen es im Portfolio, ist immer noch für mich Underdog, ist halt vorbei. Boah, es wäre halt heftig, nach dem Burn noch ein Binance Listing plus Halving, dann ist halt komplett vorbei. Wir können nicht einschätzen, hey, wird es auf einmal einen Anstieg oder nach dem Burn schön konstant wird man die Verknappung merken. Wenn es schön konstant ist, die Verknappung, was ich auch glaube, was wahrscheinlich ist, weil DeFi ist nicht Pump and Dump, es gibt nicht, was auf einmal verkauft wird und so. Alter, Unge, wir brauchen dich, Mann. Unge, was soll oh DeFi-Video? Er hat kein DeFi-Video, er hat ein Video mit Hong, Alter. Ich glaube, Post kann sein, dass es nicht mal erwähnt hat. Kann sein. Der ist halt einfach so. Wenn wir all in DeFi gehen und es geht ungefähr so gleichmäßig, DeFi wächst schön langsam, dann lohnt es sich nicht, der All-in-Move. Dann nicht. Was passiert, wenn wir einen 5x sehen? Ich weiß, es klingt verrückt, es klingt echt richtig verrückt. Schaut, was ich heute an Unge getweetet habe. Alter, ich würde jeden... Alter, wir lassen Unge diese Mitgliedschaft gehen und ab und zu DeFi und so. In dem Smoothie. Das können wir schon machen. Er ist eh ein Glückskobold, das ist echt ein gutes Projekt. Ja, ist auch. Ja, hey, hast du dir, wie fandst du Hosp und so? Kann man schon machen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass All in DeFi, natürlich ist maximal greedy, der beste Move sein wird, um maximal in Euro rauszuholen. Wir haben heute den 26. März. 26. März, Leute. Bis zum 15. Das sind genau 6 Wochen. Jetzt ist noch die Frage natürlich, passiert alles beim Update so wie geplant? Using, Update, Halving, Neukodung, Proposal, kommt auf einmal irgendein Milliardär, opfert sich selbst so keine Attacke oder so. Weil Hosp hat dann nicht die, was heißt Hosp, die Foundation ist dann weg. Dann reden wir wirklich von, wer Masternodes hat, die haben die Stimmrechte. Dezentral, Leute, dezentral. Ja, Mann, ja. Aktuell sind wir so aufgestellt, Hälfte raus vom Liquidity Mining, das was raus ist ins DeFi Staking, Bitcoin liegt auf Cake, ausnahmsweise mal die diversifiziertere Form, sicherere Form, weil bei einem Update und allem Liquidity Mining ist es eher das anfälligste von allen, muss man einfach sagen. Wie geil wäre es halt, das wäre halt voll aufregend, jetzt all in, auf einmal sieht man 20%, 30%. Saftig, Mann. Ja, das ist halt dann... Dann können wir ein Video machen, das war der Millionen-Move, Leute. Ja. Millionen-Party. Alter, das ist so krass, dass manche es nicht glauben im Kommentar. Ich glaube nicht, dass du 20k... Es waren bei mir echt Peak 26.000 brutto. Hat das immer geschrieben? Ne, der eine, ich glaube, er macht nicht so viel. Ich glaube, er verdient 3.000. Natürlich echt Mehrheit unserer Community, die glauben uns, die ja, wissen, ja, die sagen die Wahrheit. Echt, ihr seid mega cool, es soll nicht so überheblich rüberkommen. Aber es gibt wirklich paar, ich glaube, er hat wirklich geschrieben, ich glaube, er verdient nur 3.000 oder so brutto. Das stimmt halt nicht, dass ich lüge, Leute. Es ist wirklich so, wie es ist. Und wenn es am Arsch geht, der Move irgendwas, ich gebe euch Bescheid. Also, was heißt ich, wir sagen es euch schon. Was mir wirklich die meiste Sorge auch bereitet, es lief so unfassbar, Leute. Wir reden hier von nicht so einem Anstieg, sondern wirklich exponentiell. Ich habe doch mal Coin Tracking mal gezeigt. Es war so, 3 Jahre lang, so, und dann so, kurz seitwärts und nochmal so. Und rein statistisch müsste jetzt irgendwann so ein Drown kommen oder hey, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, aber man sagt doch immer, man soll die Bälle reiten. Reite die Welle, wenn's hat mich doch schon überkrass. Ja, ne, eben. Wir gehen jetzt noch mehr Risiko für noch mehr Rendite. Das ja, ist es. Super saftig. Alter. Das ist echt schwierig. Kannst du wirklich deine ganze Position von Bitcoin aufgeben? Ja, kann ich. Kurzzeitig aber nur. Ja, natürlich nur kurzzeitig. Also ich bin auf diese Idee gekommen, ich habe den Vorschlag gemacht. Ja, Mann, ich wusste nicht, dass es so ernst meint. Natürlich meine ich es ernst, Mann. Ja, die meisten sind halt so, die mehr verdienen, oh, der jetzt nur mal sicher, jetzt,
viel auscashen, dieses, die sind alle so drauf, die sind nicht so. Die können diese höheren Beträge über längeren Zeitraum nicht halten. Du hast doch den Tesla-Typ gesehen. Ja, ja. Oder ich rede mit meinen Cousins, die sagen, Cash Hälfte raus. Ja, ja, ich schwöre. Die checken sich, ja. Der eine sagt, kauf dir für 50.000 Auto und so. Das kommt für mich gar nicht in Frage. Kommt doch nicht. Ja, ich habe halt unfassbar verdient, wo mein Portfolioanteil 2/3 DFI war. Das war das Wichtigste. Und jetzt nochmal, Alter. Alter. Ich bin eigentlich so jemand, der bei sowas immer dabei ist eigentlich und so, aber es ist echt viel, Mann. Ist der erste Anfang, Mann. Es kommen noch viele Jahre vor auf uns zu, wo wir 100k uns machen werden. Ja, das reicht erstmal. Ich werde das durchdenken, die zwei Artikel lesen, morgen in der Circle und dann geht's los. Bleibt gespannt, Leute. Es ist echt mega spannend. Und an den, der geschrieben hat, ich verdiene nur 3.000, das stimmt nicht, okay? Selbst 3.000 passiv ist doch auch krass, Mann. Ja. Dann soll mir echt jemand ein noch passiveres System zeigen. Mit dem Vollautomatik ist ja sowieso komplett krass. Okay, das war's. Das war's von uns, Leute. Bleibt gespannt. Der 1-Million-Move. Vielleicht machen wir ihn, vielleicht machen wir ihn nicht. Es ist wirklich vielleicht der 1-Million-Move, ohne Scheiß. Echt? Jetzt kein Upgrade? Ja. Jones Game Show, Alter. Vielleicht auch ein 1-Million-Move. Ja, Mann. Aber das war's von uns. Ciao.